Während im ersten Silent Hill Michael Kaufmann gegen den Orden eingestellt war, hatte er in Silent Hill Origins eine Unterstützerrolle im Orden. Er beherbergte die verbrannte Alessa Gillespie im Keller des Alchimela Hospitals und ließ sie beaufsichtigen. Abgesehen von einigen kurzen Auftritten hatte er aber eher eine kleinere Rolle in Origins. Aber das war nicht immer so. Ursprünglich war Kaufman nämlich als Charakter namens Mr. Twilight geplant. Er führte im Spiel eine Doppelrolle und sollte wichtige Ereignisse steuern, wobei aber nicht näher eingegangen wird, welche Ereignisse das wären. Er sollte als Mr. Twilight eine schwarze Robe tragen und eine weiße Maske mit zwei Gesichtern. Auf dieser Maske waren einmal ein ernster Gesichtsausdruck und ein geschockter, verzweifelter Gesichtsausdruck mit aufgerissenem Mund. Travis sollte ihn zwar im Laufe des Spiels bemerken, allerdings immer ein bisschen zu spät kommen, um ihn zu erreichen. Und kurz vorm Ende des Spiels erfährt man auch als Spieler gar nicht, dass Mr. Twilight gleichzeitig Michael Kaufman ist. Kurz vor dem Endkampf trifft Travis erneut auf ihn und reißt ihm daraufhin die Maske vom Gesicht, was Kaufman auffliegen lässt. Kaufman schleudert ihm daraufhin etwas White Claudia ins Gesicht und betäubt ihn damit, so wie es im fertigen Spiel war, wo Travis mit Gas betäubt wurde. Das bringt Travis letzten Endes in den Endkampf mit Alessas Dream. Außerdem war Kaufman als Mr. Twilight ebenfalls im schlechten Ende von Silent Hill Origins. Dort versetzte er Travis mit White Claudia, während Alessa neben ihm im Sterben lag. Travis tötete zahlreiche Bewohner von Silent Hill unter dem Einfluss der White Claudia, die ihm injiziert wurde. Und das war offenbar ein Experiment des Ordens, durchgeführt von Kaufman. Während der Offenbarung, was überhaupt passiert ist, transformiert sich Travis zum Butcher, während Kaufman zusieht. Kaufman ist außerdem derjenige, der Travis beobachtet im schlechten Ende, während es im fertigen Spiel ein unbekannter Kultist ist mit einer Robe. Aber einige Elemente von Mr. Twilight finden sich auch im fertigen Spiel wieder. So ist der Kultist, der Travis anfangs vor den Truck läuft, eigentlich Mr. Twilight gewesen, anfangs, wurde aber durch den unbekannten Kultisten ersetzt. Aber was denkt ihr über diese Änderung? Findet ihr, Mr. Twilight wäre ein interessanter Charakter gewesen? Ich finde, es hätte schon was gehabt, allerdings hätte ich mich auch gefragt, wozu er das gemacht hätte. Vielleicht war es einigermaßen so geplant, dass Kaufman, die Person Kaufman, als Unterstützer für Travis dienen sollte, aber gleichzeitig als Mr. Twilight insgeheim den Orden unterstützt. Vielleicht war er für Travis in der Story eine Hilfe. Aber was denkt ihr über diese rausgeschnittene Rolle von Kaufman? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und empfehlt mir weitere Themen, die ich machen soll. Und ich hoffe, ihr habt alle einen angenehmen Tag und auf Wiedersehen. You found